space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Trek Alpha Force 2 bei Folge Number 5. Wir haben hier einen neuen Screen. Die Enterprise E wird uns jetzt angezeigt, weil wir jetzt keine Missionen mehr für die Voyager machen, sondern für die Enterprise, kurz gesagt für Captain Jean-Luc Picard. Und wer sich jetzt fragt, warum lässt der Cat of Sky immer das Intro laufen, immer das Opening laufen? Wieso startet er nicht direkt mit dem Let's Play? Dazu kann ich Folgendes sagen. Ich als alter Trekkie habe damals die Intros mit angeschaut bei den Serien. Und für mich ist dieses Let's Play eben auch eine Serie. Und deswegen gehört für mich das Intro und das Opening einfach dazu. Ja, so viel dazu. Und laden wir doch einfach mal einen Spielstand da, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir müssen nämlich zu Corben, dem Worf-Double, und uns mit einer neuen Waffe vertraut machen. Und das werden wir jetzt tun. Da ist Corben und jetzt gibt es einen kleinen Dialog. Hey Corben. Have you seen the new Federation Assault Rifle? No. Sorry, my first stop on the Enterprise wasn't the weapons locker. I will overlook your human failings. And they say Klingons are heartless. This assault rifle will be a good complement to the compression rifle. It's more powerful at short range and has added functionality. Thanks. You have my thanks as well for assigning me to the hazard team. You do me a great honor. The honor's ours. You're the best person for the job. To assist your training with the assault rifle, I have loaded a holodeck training program. I think you will find it invigorating. Gut, dann machen wir uns jetzt mal vertraut mit der neuen Waffe, indem wir auf das Holodeck gehen. The primary attack is a spread plasma. The secondary attack is a powerful single shot, which can do extensive collateral damage to nearby hostiles. So, dann geht's los. Oh, der ist aber weggeflogen. Das war ein Headshot. Da haben wir mal Secondary Fire ausprobiert. Die auch voll getroffen hat. Jetzt haben wir noch einen Gegner vor uns. Und da steht er auch schon.
So, das war's. Not bad, considering you lack Klingon blood. Ist ja nur ein Holodeck-Kampf gewesen, also hat uns das gar keinen Schaden zugefügt. So, die Waffe haben wir jetzt im Griff. Wir gehen mal auf die Krankenstation. Da haben wir, können wir noch ein bisschen die Panzerung aufladen. Zusätzlich zu unseren Waffen natürlich. Wir haben aber jetzt nur einen Tricorder in der Hand. Soll erstmal reichen. Wir brauchen jetzt erstmal gar keine Waffen. So, und dann gehen wir mal in die Hazard Operations. Achso, wir müssen ja mit dem Lift fahren, ne? Dann gehen wir doch einfach mal da, wo ein Turbolift steht. Die Tricorder sieht irgendwie anders aus. Naja. Hazard Operations. In die Hazard Operations. Da müssen wir zu... Erstmal zu Chell. Da müssen wir erst einmal zu Chell und ihn ansprechen. It's great having the Hazard team back together again. Es ist grateful. Es ist einfach großartig, dass das Hazard Team wieder zusammen ist. Und entsprechend, hier sind ein paar Informationen über die Hazard Operations, die Enterprise. Hier nochmal über die Enterprise und über den Delta Flyer. Hier ziehen sich die die Kadetten um, beziehungsweise das Hazard Team. Die sprechen wir jetzt auch nochmal an. Die Julia Gerard, die uns Captain Picard natürlich empfohlen hat. While the team was disbanded, I returned to Vulcan for further study. I've greatly improved my medical skills. Lieutenant Monroe, please report to the bridge. Aye, sir. So, die Gerard hat gerade gesagt, wenn das mit dem Hazard Team abgeschlossen ist, werde ich zurück nach Vulcan gehen. So, und wir müssen aber auf die Brücke. Und da wartet uns eine Aufgabe. Deck 1 Bridge. Was das genau für eine Aufgabe ist? Was das genau für eine Aufgabe ist, das werden wir jetzt erfahren. Welcome to the bridge, Lieutenant. Glad to be here, sir. How long do you think it will take to train your team to the level of readiness you had in the Delta Quadrant? We are receiving a distress call on Federation channels. This is Captain Galloway of the Federation starship Dallas. We've been boarded by an unknown alien life form. Warn all Federation ships, under no circumstances should you approach this vessel. Set a course for the Dallas, maximum warp. Course laid in, Captain. Engage. My apologies, Lieutenant. We'll finish your tour another time. Assemble the Hazard team and tell them we are deploying them ahead of schedule. Take Ensign Franklin with you. He's an expert on Excelsior-class ship systems. I want your team ready for transport as soon as we reach the Dallas. Aye, sir. And Lieutenant? Yes, sir? I rely on your team's readiness. We won't let you down, sir. Unsere erste Mission, die wir von Captain Picard bekommen haben. Die USS Dallas. Offenbar Opfer eines Angriffs geworden. So wie das ausschaut. Und wir müssen jetzt mit dem Hazard Team erkunden, was da genau passiert ist. Gravity's low. The artificial gravity system is malfunctioning. No life signs in this area. Well, keep scanning.
Look at this strange hole. Too irregular for a phaser. Mechanical damage? The edges show irregular rasp marks and trace amounts of liquid. Liquid coolant for an industrial drill? No, too little, and it's thicker with enzymes and trace organic compounds. Almost like... What? Saliva. Something chewed its way in? We need to restore the main ship's systems. Franklin, where are the gravity controls? I'll send the location to your tricorder. Was denn der Tricorder jetzt? No power. I can't disengage the lock. Can you locate its power console? Locate the power console. Klar können wir das. Irgendwie können wir das. So, da. Ah, da hinten. Wir müssen da irgendwie rein. Wir müssen da irgendwie rein zur Powerkonsole. Darunter die Gravitation. Hopp. Gefunden. Ja. Wir müssen die Hauptenergie wiederherstellen und das machen wir, indem wir hier diese Hebel alle umlegen. Kleines Rätsel wieder, was wir erfüllen müssen. Das werden wir jetzt mal machen. Rätsel gelöst. The door is unlocked. The door is unlocked. So, dann müssen wir mal doch... Wow. Da fliegt was durch die Gegend. Na, das ist ja eklig. Kurz mal schauen, was hier so passiert ist. Shuttle-Rampe. Ein Shuttle der USS Dallas NCC 2019. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt noch so ein... Ein Leichnam. We can't bypass these doors. We can't bypass. At least not from this side. But there should be a Jeffries tube that leads out. The Jeffries tube. Wurde uns gerade gesagt. Schubidubidu, dann tun wir das doch mal. Die Tür geht auf. Das war ein Geräusch. Jeffries Tube. Jeffries Röhre. Wait here. I want to see where this Jeffries tube leads. So, wir müssen uns jetzt erstmal hier durcharbeiten durch die Jeffries Röhren. Um auch die Gravitation wieder herzustellen. So, das geht jetzt noch. Das funktioniert jetzt noch mit dem Springen. Später nicht mehr. Also die Jeffries-Röhre müssen wir manuell aufmachen, weil die Steuerungskonsole zerstört worden ist. Jetzt gehen wir einfach mal hier durch. Und werden mal schauen, ob wir die Kraftfelder wieder aktiviert bekommen. Gravity Control. Das müssen wir mit dem Tricorder wieder richten.
Oh ja, jetzt haben wir Spaß. So. Die Führung darf nicht in diese rot blinkenden Kreise kommen. Wir bewegen uns erstmal hier weg. Von den roten Dingern. Und dann geht das los, dass wir verbinden können. Sollte man immer direkt als erstes machen. So. Zack. So, das war's schon. Das Gravity System ist wieder aktiviert. Gravity System ist wieder aktiviert. Das Gravity System ist schon wieder aktiviert worden. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr fliegen, wie wir es gerade gemacht haben. Okay, warum nicht? So. Also hier können wir jetzt nicht mehr lang. Ja, jetzt sind wir natürlich angeschmiert, weil wir da runtergesprungen sind. Jetzt kommen wir da auch nicht mehr hoch, glaube ich. Oder? Doch, da ist eine Leiter. So, da ist eine Leiter. Die haben wir gefunden. Es gibt irgendwie immer einen Weg zurück. Sind die sich da am Unterhalten und Quasseln. Wissen noch gar nicht, was sie erwartet. Die wissen doch noch gar nicht, was sie erwartet. So, wir müssen uns weiterhin durch die Jeffreys-Röhren kämpfen. Und wir können diese... Moment, bin ich gerade selber überfragt. Nee, geht noch nicht. Da. Müssen wir wieder die Tür öffnen, wieder mit einem der Rätsel. So, und dann bewegen wir uns erstmal weg von den roten Dingern. Hört sich echt unheimlich an. So, Rätsel gelöst, Tür ist auf, Leute können reinlaufen. Und das nächste Rätsel wartet bereits. Die Tür ist offen, das Spiel ist Okay. Die ersten Rätsel auf der Dallas haben wir bereits gelöst. Was noch für Rätsel auf uns warten? Wie es weitergeht? Und wie wir die Dallas retten können? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Adieu. Euer Cat of Sky.